Nee, nee. Was soll das ich weiß werden? Ja, dass du mich erwartest. Also ist das keine Falle. Warum liegen hier Panzer rum? Könnte ich hier noch ein bisschen Schrott mitnehmen? Also sie hätten ja was hinlegen können, ne? Für die fleißigen Sucher. Sowas hier zum Beispiel. Aber sonst sieht das nicht so aus, ne? MacGyver hätte aus dem Schrottplatz was Schönes gezaubert. Ja, wenn er jetzt noch einen Kaugummi dabei hätte, dann wäre das hier eine Atombombe geworden. Ich meine, MacGyver war ja auch der Einzige, der ein außer Kontrolle geratenes Atomkraftwerk, wo sich auch ansonsten kaum einer für interessiert hat, ja, einfach nur mit einem Revolver repariert hat. Darf man auch nicht vergessen. Ja? Ich kann mich da dunkel an diese Folge erinnern, wo er dann oben den Stab, der da ganz seltsam oben rausguckte, einfach mit einer Waffe, ne, mit dem Revolver, da hat er die Trommel da rausgedrückt und dann hat er da kurzhand ein Atomkraftwerk mit repariert. Also sehr realistisch. Das geht auch so. Hätten die mal in Dingens hier, nicht Hiroshima und Nagasaki, sondern der andere, ne? Pripyat, ihr wisst schon. Hätten die mal eine Waffe dabei gehabt. Fukushima war der andere, ne? Fukushima. Tschernobyl. Tschernobyl war es. Den Begriff suchte ich. Was ist das? Ich würde sagen, so eine Art Schreien, wa? Mia? Wahrheit tut weh. Hey, 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 hey. Schieß! Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Bin ich bescheuert, du schmeißt mich doch da runter, du Idiot. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ich hätte den Stuhl genommen und woanders hingestellt. Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Ja, ich muss mich doch wieder drum kümmern. Du schubst mich doch jetzt da runter. Wir wissen's doch. Du und ich, Ethan. Ja. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Doch. Fick dich. Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Ah! 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 Ah!
Also spätestens an der Stelle, ne? Bin ich überhaupt nicht einverstanden, weil ich hätte was anders gemacht. Was willst du denn jetzt machen, du Idiot? So, und ich darf jetzt wieder übernehmen, weißt du? Genau. Scheiße! Ich hab C gesagt. Sackgasse. Ja, und jetzt? Scheiß drauf. Genau, sei doch mal mutig, Junge. Gar keine Munition verschwenden. Ich hätte jetzt Rücke. Was war das für ein Ding? Ich habe Angst, was übersehen zu haben. Du wirst hier so durchgehetzt, weißt du? Überhaupt nicht looterfreundlich. Können wir nicht sonntags mal ein Spiel spielen, wo ich den ganzen Tag looten kann? Das wollt ihr doch viel eher sehen als Horror, oder? Wie ich mich hier aufrege. Das will doch keiner sehen. Schön, wie ich den ganzen Tag loote. Das ist doch das, was ihr sehen wollt, oder? Kommt bitte zu. Oh, er kann plötzlich mal einen Meter hochhüpfen. Toller Typ. Aber ja klar. Was seid ihr denn für Borgs? Okay. Dann kämpfe ich jetzt noch gegen die Borgs. Alles klar, ist ja nicht so das Problem. Raumschiff Enterprise funktioniert ja. Was ist das hier? Warum ist hier Licht? Weiß auch keiner so genau, ne? Gehört wohl so ins Drehbuch. Heilige Scheiße! Ich muss zurück nach oben. Aus der Fabrik entkommen. Mhm. Naja, Kleinigkeiten. Wird ja hier kaum Gegner geben. Schätze ich mal. Oh! Also hier ist noch so ein Kugellabyrinth. Ich habe aber leider noch keine Kugel. Aber das ist interessant. Das wird wieder spaßig. Sieht doch so aus, als wenn hier was liegen würde, ne? Aber hier liegt nichts mehr. Alles klar. Gut, dann brauchen wir jetzt diese Murmel. Das heißt, wir werden jetzt öfters hin und her laufen, befürchte ich. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ja, ja, dann kann ich ja gleich mal gucken. Ein bisschen Kredit habe ich ja noch bei dir, oder? Was hast du denn schon? Ein Glück, dass du kommst. Ja. Mir war gerade langweilig. Mhm. Ja, wir haben nur diesen komischen Kopf, aber der soll noch irgendwas zu. Aber vielleicht habe ich schon verkauft. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Was hast du? Wie wär's? Ich habe leider immer noch zu wenig Fisch.
Oh, ja, jetzt können wir über Dinge reden, mein Freund. Ja. 50.000 für einen neuen Koffer. Ah, das war dir aufgefallen? Da hattest du ein Auge drauf, was? Mhm. So. Was ist das denn hier? Kolben. Für eine Pistole. Für eine Flinte. Die könnte man doch nehmen, oder? Leuchtpunktvisier. Erhöht Feuerkraft sowie Feuerrate. Wie viel Geld habe ich? 128.540. 180.000 kostet die? Heiligsblechle. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Magazinkapazität interessiert mich nicht so sehr, weil für die Waffe habe ich eh nicht genug Munition. Sieh es als Investition, Ethan. Was? Ah, schon gut. Das war's. Hat nicht mal irgendwann jemand gesagt, ich hätte viel Geld? Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Hm. Auf Wiedersehen. Ja, ja, wir sehen uns. Warte mal, ich habe da so ein komisches Ding gekauft, ne? Wo ist denn das? Ist das schon ausgerüstet? Ne, da. Kann das sein, dass ich jetzt wieder was gekauft habe für eine Waffe, die ich gar nicht besitze? Ach, was soll's. Ich konnte nach ihnen nie gut mit Geld umgehen. Sieht man nicht. Ja, irgendwo muss ja auch die Hackfresse hin bei Horror. Ja? Auf diesem Monitor ist ja immer irgendwas. Und Geld ist übrigens nur, wenn ich im Shop bin. Na, ansonsten ist die Ecke da oben eigentlich ganz gut. Für das Video. Ich höre doch schon wieder komische Geräusche. Eine Art Steuereinheit. Sieht leicht zerstörbar aus. Natürlich. Jetzt was aufnehmen können oder nicht? Ja, ich weiß, ich muss da irgendwas dran stellen. Ich wollte mal eben gucken, ob ich hier irgendwas finde. Polykristalliner Schäfer, alles klar.
Weil wir gucken gleich natürlich mal eben nach diesem Gerät. Gar keine Frage. Moment. Untersuchen. Ja, ja. Die kriegen da ein paar Nägel in die Wirbelsäule. Das ist bestimmt gesund. Ja. So, was wollen wir denn als erstes machen? Gut, da brauche ich wieder so einen Embryonenschlüssel. Irgendwas für. Gut. Also wir können jetzt weiter erforschen oder wir können natürlich erstmal zurück und gucken, was das da oben mit dem Hebel war, ne? Wichtig, alles gelootet hier, ja? Bevor gleich wieder Hundertschaften von irgendwelchen komischen Zombie-Hühnern angreifen. Gut, dann geht das hier auf und dann kann man da rüber. Alles klar. Kublivins, ich grüße dich. Hallöchen. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Horror-Stream. Oder Rätsel-Stream mit Horrorelementen oder völlig übertriebene Hundertschaften von Monstern, die angreifen. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, das hat man ja selten gelesen. Kann das sein, dass da Gorilla auf dem Stuhl sitzt? Der weckt gleich zum Leben. Kannst du mir sagen, was du willst? Und dann bohrt er mich an mit seinem komischen Pieker, ne? Also von der Seite sah das aus wie Gorilla. Ja, das ist Gorilla. Hier, guck mal. Der hat auch solche Klammern. So, wie komme ich jetzt hier aus dieser Falle raus? Weiß auch keiner so genau, ne? Come on.